Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RET. Im Moment mit dabei ist der gute Trivolo, der Butze. Ist zwar auf dem Server, aber irgendwie gerade momentan AFK. Ich hoffe, dass er nicht gleich an Hunger stirbt. Ist sein Problem. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei dem Thema Dustverarbeitung. Und dazu brauchen wir ja diesen merkwürdigen Regulator. Und den müssen wir uns natürlich auch hinstellen. Der Regulator hat 128 EU. Sag das lieber nicht so laut so, ne? Sonst kriegst du nachher auch so eine bösen Kommentare. Lass mal lieber den Nazi-Scheiß nach. Das ist doch kein Nazi-Scheiß. Der Regulator ist doch aus einem deutschen Film. Wer es nicht kennt, der sollte sich da mal ein bisschen vorinformieren, bevor er hier rummeckert. Ja, aber ein deutscher Film, ne? Ein wir dürfen nie Film. Vergessen. Ja, aber kein deutscher Film von vor 1944. Ja, vor allem heute, am heutigen Tage kann man sowas nicht sagen. Ach komm. Weil man muss ja auch mal sagen, wir zocken heute am 27.01.2014. Da muss man ja auch mal so Themen ansprechen, die man sonst mit der Kneifzange nicht anfasst. Normalerweise 27.01. sollte eigentlich jedem was sagen. Das war die Befreiung von Auschwitz-Birkenau. Also da muss man dann halt auch mal so mal gucken halt. Ne? Also man muss die Vergangenheit auch mal Vergangenheit sein lassen, ist ganz klar. Aber gerade am heutigen Tage, da darf man nicht von der totalen Automatisierung reden. Nein, natürlich nicht, ist ganz klar, weil von sowas reden wir ja nicht, ne? Nein, selbstverständlich nicht. Das war jetzt natürlich wieder total falsch. So, wo ist denn mein Vorschlaggerät hier? Genau, da haben wir ihn. So. Ich finde, das ist irgendwie so extrem dunkel bei euch in letzter Zeit. Ich weiß nicht, kommt mir das nur so vor oder ist das tatsächlich so? Ich glaube, dass hier irgendwie so rings um den Computerblock hier kommt mir das immer so dunkel vor. Aber hier wahrscheinlich irgendwo ein paar Fackeln stehen, ne? Ja, es stehen ein paar Fackeln drumrum, aber in der Mitte hast du schon recht, ist ein bisschen dunkel. Das liegt vielleicht daran an deiner Strohaktion, ne? Warum liegt hier Stroh rum? Das kann natürlich sein. Das hängt bestimmt damit zusammen. Sei es drum, ist auch egal. So, wir brauchen hier... Jetzt sollten wir vielleicht erstmal gucken, was die Maschinen alles abkönnen, weil sonst hänge ich die an 512 dran und dann macht's Boom. Und das wollen wir natürlich nicht. Schon wieder verkehrt. Hallo. Ach, Mensch, den hier. So. Buff. Oh, ich hänge hier mal überall meine blauen Lampen an. Tut dir keinen Zwang an. Komm, jetzt baue ich schon wieder ab. So, dann machen wir den hier. So. Du kannst ab 512. Und du kannst ab 512. Sehr gut. Dann dürfte es ja überhaupt kein Problem sein, euch beide da dran zu hängen. Ups. Was wups? Wups ist nicht gut. Mein Magnetmode war noch an und ich habe sie alle fliegen sehen. Aha, da haben wir es wieder. Aber ich habe sie nicht gekriegt. Ich habe sie nicht gekriegt. Die müsstest du alle gekriegt haben. Bis auf den einen, den du mir gerade zugeworfen hast. Ich habe dir einen zugeworfen? Ja. Oder ich habe ihn aufgesammelt, keine Ahnung. Er hat ihn noch schnell aufgesammelt, bevor er angekommen ist. Okay, lass dich nicht aufhalten. Nö, niemals. Von dir doch nicht. Wieso nicht? Nein, kommt gar nicht in die Tüte. So, die Zentrifuge. Und dann kommt da noch der Regulator oben drauf. Zentrifuge. 1, 2, 3. Es macht nicht Boom. Okay. Und dann kommt der hier noch drauf. 1, 2, 3. Und es macht auch nicht Boom. So, aber du müsstest dich eigentlich nach unten drehen. Nein? Jetzt stimmt's. Nach unten. Und dann kommt noch der Fuzzy Export Bus obendrauf. Obendrauf. Ich will für Licht sorgen. Um Gottes Willen. Hast du Angst im Dunkeln? Ja. Okay. Bisschen. Muss doch nur sagen. Okay, ich habe Angst im Dunkeln. Okay. Das werden wir dann oben nochmal anders verkabeln müssen. Okay.
Ja, machen wir oben erstmal die Kabel weg. Stören gerade. So. Und dann machen wir da dazwischen vielleicht. Ja, machen wir überlegen, wie das eher besser verdrahte wahrscheinlich. Ziehen wir erstmal einfach ein ME-Kabel vorerst mal nach da. So. So, dann hängt der erstmal dran. Dann gibt es oben eine Line und unten eine Line. Und dann machen wir danach eine kleine Weihnachtsfeier. Wenn es mal wieder so schneit. So. Sexy. Ja, mach ja. Nicht. Ja, nein, nö. Ach, ich weiß. Ja, ich mach schon. So, und dann konfigurieren wir einfach den Regulator. Mal richtig. Mit empty cells. Ein Stack, empty cells. Ist das nicht bei dir Asteckelche? Wo wir vorhin so bei Mundarten waren, so privat außerhalb des Let's Plays. Ja gut, ich bin halt nun mal kein Hochdeutscher und ich komme halt aus einer Gegend, wo man mit Buchstaben sparsam umgeht. Ja, aus einer Gegend, wo ein Norddeutscher nicht tot über den Zaun hängen möchte. Möglich, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall scheint es uns hier im Süden, was arbeitstechnisch anbelangt, richtig gut zu gehen. Keine Ahnung, ich bin 20 Jahre Hartz-IV-Empfänger. Mir geht's gut. So, jetzt bring das Teil mal da unten rein hier. Oh Mann. Macht er nicht. Nee. Mein Regulator, den hast du falsch angeschlossen. Hat er überhaupt Strom? Hat er. Ja, hat er. Die Frage ist, weil das letzte Mal habe ich da nämlich echt bös Ärger bekommen, nachdem ich dann auf die Zentrifuge nämlich dann ein Conveyor-Modul draufgesetzt habe. Das gab böses Blut von Onkel Greg. Da musste ich mich dann wieder schämen. Aber gut, ist halt so. Was sagst du eigentlich zu meiner Idee mit Google? Oder hast du dir das gar nicht angeguckt? Deine Idee mit Google? Moment, jetzt muss ich überlegen, was war denn das? Ich habe in letzter Zeit wieder ein paar Sachen gesehen, aber das, glaube ich, ist mir entfallen. Oder das kommt morgen erst. Ich habe mir einfach mal den Google-Übersetzer, habe ich einfach mal dieses Convery-Modul eingegeben und habe einfach mal die gute Frau sprechen lassen. Das klang gar nicht schlecht. Wie hat sie es gesagt? Conveyor? Und Conveyor-Modul oder Conveyor so ähnlich. Conveyor-Modul, genau. Hm. Ich bin mir mit der Aussprache nicht sicher, genauso wie Gravel oder Gravel? Gravel. Gravel, okay. Gravel. Hochdeutsch Kies. Mal machen. Kies, ja doch. Klingt gut. Klar, ne? Klingt gut. Ja. Also Schutt oder Schotter zu sagen. Gut, also hier steht alles eigentlich richtig. Dann nehmen wir dich nochmal weg. Und dann setzen wir dich einfach nochmal dran. Und dann schauen wir, ob es dann besser geht. Ja, nicht, dass der Regulator so eine Anlaufzeit braucht wie der andere. Ja. Rubbel. Wie heißt die andere Maschine? Das war der Advanced Buffer oder sowas. Irgendwie so. Wir haben ihn im Keller stehen. Gehen wir nochmal gucken, wie er heißt. Da hinten ist das Loch. Ja, also ich färbe wieder ab, merkt man, ne? Ja, kaum. Also wir haben hier den Advanced Translocator. Der war's. Genau den meine ich. Mhm. Ja. Der ist mit dieser Minimap von Opus ziemlich schlecht einzurichten, weil man erstmal wissen muss, ob die Map eingenordet ist oder nicht. Ja, ich habe festgestellt irgendwie, dass ich die Minimap eigentlich nur umstellen müsste. Irgendwo ging das in den Options, glaube ich. Zumindest habe ich mal die ganzen Einstellungen von Opus rausgeschmissen. Und einfach so gestartet und dann blieb die Minimap eingenordet. Was ein bisschen komisch ist, weil ich das hier irgendwie einstellungstechnisch irgendwo nicht richtig finde. Ja, schön ist das ja auch, dass ich jetzt wieder meine Koordinaten habe. Das war ja auch immer so ein Ding. Okay. Weil die Höhe ist mir immer wichtig bei den Queries, der man auf einer Höhe bleiben möchte. So, schauen wir mal. Jetzt hat er ja eigentlich Zeit gehabt, sich zum... Nein, er hat sich nichts geholt.
Aber es kann natürlich sein, dass er zuerst was in Slot 0 will. Dann schauen wir nochmal, was wir in der Zentrifuge haben, was wir eigentlich reinpacken müssten. Ach du meine Fresse, 371. Steaks. Wibi. Wibi. Springst du ihn nicht? Pfeil. Ja, auch nicht. Das Fieberkabel packe ich da nicht rein. Heliumzellen zu Helium 3. Warte mal. Zelle. Ich kann dir Tritium oder Deuterium anbieten. Nee, brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht oben. Das haben wir unten. Ja, weil ich es gerade auf Tasche habe. Ach so. Wir könnten ja mal aus unseren Äpfeln Methan machen. Das wäre doch mal eine glatte Angelegenheit. Ja? Oh Mann. Wo seid ihr gerade dabei? Wir sind gerade dabei, Minecraft zu zocken. Genau. Und wir sind gerade beim Regulator sind wir gerade. Apple. Ein halber Stack Apple. Da können wir ein bisschen Methan draus basteln, weil für was anderes brauchen wir die Äpfel eigentlich im Moment auch nicht. So, das kommt. Ach, da immer noch Biomasse draus. Also, ja. Fruchtsaft. Das geht natürlich auch. War hier eben nicht die Rede von Herzen reinsetzen? Sicherlich. Aber das ist ja der Grundaufbau und der Regulator will uns gerade im Moment mal wieder nicht die Zellen nach unten liefern. Und auch die Äpfel nicht. Hast du da ein In- und Export dran? Genau das hat mir Onkel Greg auf die Finger gehauen, wo ich das gemacht habe. Nee, bei der Zentrifuge meine ich. Nein, bei der Zentrifuge musst du beim Advanced Regulator nichts dran tun. Hat er so gesagt. Ich hab den verstanden, dass du unten an den Regulator keinen machen musst. Er wird richtig böse dann werden. Das sag ich dir gleich. Aber dann liest du diesmal die Kommentare und beantwortest. Ja, das funktioniert doch nicht. Ja, das darfst du mir nicht sagen. So. Hast du den richtig hingestellt? Warte, tu ihn nochmal raus. Moment. Da ist er. Gemacht, wo ist das Ding? Ich hab's nicht. Dann guck mich nie an. Tut nicht. Und der Pfeil vom Regulator zeigt nach unten. Pfeil ist da. Da ist unten der Ausgang. Ja, ist er. Warte, die Zentrifuge habe ich jetzt in der Hand. Bitteschön. Wie gesagt, ich habe da Ärger bekommen. Egal, dann kriege ich jetzt den Ärger. Okay, soll ich es draufpacken? Ach, du hast schon. Okay. Ich habe auch eine. Ein Schraubenzieher? Ja, hast du denn überhaupt was dabei? Ja, da. Schraubendreher. Du musst den im Dingen suchen. Hallo? Wer hat hier Ach, was dabei? Ach, da wäre den. Ja. Da drüben, der im schwarzen Anzug da. Here come the man in black. Genau. Import. Allow Import, oder? Können wir gerne ausprobieren. Aber der soll ja nicht Export machen. Da also. Kommt unten einfach ein Basic Import Bus hin. Den habe ich schon in der Tasche. Es steht auf Import. Okay. Jetzt habe ich ihn genommen. Was aber auch ein. Nein, ich habe keinen Magneten an. Ich war zu nah dran. Jetzt zieht das rein. Komisch, immer wenn ich mit euch zusammenspiele, komme ich auf komische Ideen, was ich mir schon immer mal craften wollte. Was wolltest du dir denn craften? Verrate ich noch nicht. Also. Ist der so lahmarschig oder macht der einfach nichts? Ich habe ihn das dauert lange, das Rezept. Das ist was, Moment, Zentrifuge, Apfel. Doch, leere Zelle rein. 32 Äpfel rein, kommt einmal Methan raus, dauert 250 Sekunden. Aber der macht ja überhaupt nichts. Schauen wir mal, ob er was macht.
progress 0 seconds. This device consumes energy at a high rate. So, ja, da kein Strom. Genau. Ja, der hat doch Strom. Der zieht halt unten keinen raus. MagSafe Input 512. Ein Overclocker, das heißt, er dürfte nicht allzu viel verwenden. Ach, maximal. Du hast hier oben Output. Der hat V-Transformer, steht falsch rum. Oh, warte, warte. Jetzt. Jetzt steht er richtig. Ja. Den habe ich zweimal abgebaut und wieder aufgebaut und noch nicht mehr herumgedreht. Na gut. Okay, jetzt tut er. Langsam, aber sicher. Okay, das war eine Maschine. Die zweite Maschine hätte ich gerne daneben gesetzt an selbe Kabel. Weil eigentlich haben wir genügend Saft auf der Leitung dafür. Kannst du anmalen. Ja, die mittleren Kabel würde ich anmalen. Hast du da eine Spraydose verwendet oder ein... Ein Painter. Haben wir da noch einen da? Painter. Oh, haben wir in verschiedenen Farben. Welche ist denn deine Lieblingsfarbe? Gelb, Rot, Orange, Grün? Das oder sind blau? Alle so Pastelltöne. Ist eine hässlicher als die andere. Gut. Dann male ich die Kabel in der Mitte jetzt mal gelb an. So, gelb. Okay. Kabel anmalen. Du musst aber auch die daneben anmalen. Ja, oder das Gelb geht ja. Aber in einer anderen Farbe, weil... Ja. Sonst verbinden sie sich wieder. Also, dann haben wir hier... Nein, ich wollte die nicht anmalen. Na gut. Ich habe unser ME-Terminal gerade angemalt. Ist auch hübsch. So, dann nehmen wir das Kabel daneben. Das hier, das wird grün. Das ist wirklich hässlich, das Grün. Eigentlich müsste die Kabel nochmal abmachen. Machen wir sie nochmal ab. Schöner ist das. So, dann können wir nämlich hier noch eine zweite dranhängen. Aua! Oha! Was magst du? Hat das jetzt ein bisschen Schaden gemacht? Ja. Im Meer? Nee, hat sich im Rahmen gehalten. Okay. Alter Schwede. Das war dein Schraubenzieher. Das ist Bakers. So. Wo sind wir hin? Ja, ich wollte gelb. 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 So. Oh, habe ich keinen Saft mehr im Anzug oder habe ich keinen Anzug an? Ich habe keinen Anzug an. Warum habe ich eigentlich keinen Anzug an? Wo ist denn der jetzt hin? Ach ja. Alter Schwede, der hat mich fast umgebracht. Was machst du? Sag ich nicht. Ich habe mal was ausprobiert. So, das erzähle ich, euch später. Okay. So, da kommen jetzt noch die letzten Kabel ran. Oh, brauche noch eine Farbe. Eine weitere Farbe. Kannst du wieder grün nehmen? Nee, machen wir schon Tricolor wieder, ne? Wir haben so viel schöne Farbe. Orange. Orange ist eine schöne Farbe. Orange nehmen wir jetzt als nächstes. So viel Zeit muss sein. Vor allem, weil sich das Orange von dem Gelb wahrscheinlich so gut wie gar nicht unterscheidet. So, Orange. Komme ich da noch ran? Ja. Gut. Dann machen wir hier. Das auch noch anmalen. Ich mal dir gleich deine Brille an. Ich mal das Gesicht hier raus, du. So. Dann kommt hier noch. Machst du ja selbst Schaden.
Aber nicht zu knapp. Weiß nur nicht warum. So. Aber du hast meine. Ich weiß, was du machst. Warum der Anzug weg ist, Baker Man. Ein komisches Ding macht die Armor kaputt. Ah! Weil immer das auch ist. Meine ist nämlich auch weg. Okay. Echt? Das hat ja euch die Rüstung geklaut? Hardcore. Ja. Benutze es bitte nicht auf mich, dann bin ich tot. Und sieh zu, dass du voll live bist. Weiß ich nicht. Der Tesla-Stuff von Greg ist. Ja. Der ist böse. Der ist richtig abartig. Echt, der nimmt die Rüstung einem weg? Ja. Okay. Ja, die ist wahrscheinlich kaputt gegangen. Möglich. Weil die so viel Damage macht. Weiß ich nicht. Also bin ich ja lahmarschig hoch 3. Ja. Hast du die Rüstung nicht irgendwo gespeichert? Nein. Eigentlich wissen, dass die Rüstung davon kaputt geht. Solltest du wissen? Meine Hier haben. Sind Force Boots. Nee, ich mach mal einfach eine neue. So, ja, auch Baker zwei. Vielleicht? Ah, nee. Ich werde da schon wieder was finden, was ich mir zusammen bastel. Wahrscheinlich aber nochmal ein Modular Power Suite, weil beim nächsten Mal wird er ja nicht dabei sein, ne? Ja, leider. So, 512. Wer hat da wieder was angehabt? Wo ist er hingeflogen? Der schwarze Mann. Da. Und du hattest jetzt das Conveyor-Modul auf was gesetzt? Import. Import. Du hast den Schraubendreher noch in Hand? Nein, habe ich. Import. Ja, okay. Habe ich. Habe ich. Import. Gut. Dann nehmen wir dich hier und setzen dich da drauf. Und dann haben wir das Ganze extrem schön. Nein, nicht abfallen. Das muss nochmal lernen. Der muss nach unten eigentlich zeigen. Nein, das war falsch schon. Dann so rum. Jetzt passt er. Jetzt zeigt er nach unten. Genau, und dann kommt jetzt nochmal ein Export-Bus drauf und derselbe kommt jetzt daneben nochmal für 2 Electrolyzer drauf. Und dann kann man quasi oben alles Mögliche exportieren. Und unten natürlich noch die Import-Buses dran setzen. Und dann müsste das eigentlich schon laufen. Das ist quasi nur zur Weiterverarbeitung der ganzen merkwürdigen Dust, die wir hier noch so rumliegen haben. Oh, da hängt noch was unten dran. Das sollte da gar nicht dran hängen. Wo habe ich denn meine Crowbar? Da. So, den dann unten noch weg. Und dann kommt hier eigentlich nur noch ein Basic Import, weil so schnell sind die ganzen Rezeptoren eh alle nicht. So, und jetzt müsste er doch eigentlich hier schon weit. Ja, macht er. Kommt hier noch ein Basic Import was hin. Das werden wir jetzt dann noch für die Electrolyzer noch hinsetzen. Und dann würde ich sagen, wollen wir auch schon mal mit der Folge hier stoppen und auf die nächste hoffen. Denn in der nächsten Folge hoffe ich doch mal schwerwiegend, dass wir jetzt dann unten unseren wunderbaren Fusionsreaktor in Betrieb nehmen. In diesem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges ab in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.